Servus miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Ich habe heute ein Rezept für euch aus der Kategorie Beilagen. Meine Teriyaki-Kartoffelecken, das ist ein wirklicher Traum, das ist eine richtig herzhafte Geschichte. Draußen wartet ein Roast Beef auf mich, das muss noch ein bisschen ruhen und das lassen wir jetzt dann nicht zu diesen Kartoffelecken schmecken. Habe mir einen Dip dazu gemacht und wie ich gemacht habe, wie ich zubereitet habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich stelle euch jetzt die Zutaten für die Teriyaki Rosmarin Kartoffelecken vor. Und zwar brauchen wir hier Kartoffeln, ich habe es schon mal vorbereitet, der Länge nach hier geviertelt. Ich lasse die Schale dran, das sind Bio-Kartoffeln, kann man ruhig machen, gibt Vitamine. Dann habe ich hier den Rosmarin, frischer Rosmarin, passt super zu Kartoffeln. Ich habe einen Knoblauch, die Teriyaki-Sauce, Sonnenblumenöl und ein bisschen Pfeffer, aber mit dem werden wir die Kartoffelecken hernach nach der Zubereitung noch würzen. Und jetzt starte ich. Ich habe hier schon mal die Schüssel. Dann gebe ich gleich den Rosmarin hinein. Hier reiße ich die Blätter ab. Man könnte sie auch ein bisschen hacken, aber ich mag das gerne im Ganzen. Und der Rosmarin, wenn der angeröstet wird, der schmeckt ja traumhaft. So, dann kommt gleich der Knoblauch hinein. Ein bisschen was vom Sonnenblumenöl. Jetzt mische ich mal kurz durch. Dann gleich die Teriyaki-Soße. Wir müssen auch gar nicht salzen, weil hier ist eine Sojasauce dabei. Das ist dann salzig genug und glaubt mir, das gibt so einen feinen Geschmack. Gut, der Kugelgrill ist schon vorbereitet. Wir sehen uns draußen. Gut, die Kartoffeln glühen, wie ihr seht. Ich habe die Kartoffeln schon mal umgefüllt in eine Reine und jetzt gebe hier die Briketts in diese Behälter hier hinein. Links, dass ich eine direkte Zone habe und natürlich auch eine indirekte. So, da gehen wir alle hinein. Ich strebe eine hohe Hitze an. Brauchen wir schon um die 200 Grad. Ihr könnt natürlich die Kartoffelecken auch im Backofen zubereiten. So, kommt der Rost drauf. Dann die Reine mit den Kartoffeln auf die indirekte Hitze. Dann kommt der Deckel drauf. Ich lasse die Lüftung noch offen, dass das schön durchzieht. Später mache ich mal zu. Und dann lassen wir die einmal da eine Zeit lang drauf. Und dann sehen wir uns zum Probieren. Bis gleich. Gut, eine Stunde ist jetzt um und jetzt werde ich mal die Teriyaki Rosmarin Kartoffelecken probieren. Dann schauen wir mal, ne? Das riecht traumhaft. Also diese Teriyaki Soße ist schon ganz was Feines. Da haben sie jetzt diese Kartoffeln damit voll gesaugt. Und jetzt werde ich da mal eine probieren. Rosmarin und Knoblauch nur in Kombination, das ist ja eh so eine leckere Sache. So, ist noch ein bisschen heiß, Moment. Weich sind schon mal. Traumhaft. Und dazu kann ich mir jetzt richtig gut ein Tzatziki vorstellen. Verlinke ich euch hier oben ein Rezept dazu. Und das ist einfach eine Beilage dazu, fast jedem Gericht passt. Das hat man doch schnell mal rausgehaut, so eine Beilage. Und macht das unbedingt nach, das ist echt lecker. Darf mich über einen Daumen nach oben freuen.
Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr das gerne hier machen. Vielen Dank dafür. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Eure Frau am Grill, macht es gut.